Ein bisschen gewundert haben wir Fans uns gleich. Als Florian Silbereisen, 42, mit seinen Schlager-Champions 2024 das große Fest der Besten sein 10-jähriges Jubiläum feierte, kam der größte Top-Act nicht wie üblich zum krönenden Schluss. Sondern mittendrin, seine Helene, 39, legte eine 30-minütige Supershow hin, und dann verschwand sie so schnell, wie sie gekommen war. Gemein, den Florian ausgerechnet in der Jubiläumssendung so im Stich zu lassen. Weil Helene es offensichtlich so eilig hatte, gab es kein Schlussbild mit allen Künstlern. Und keine Aftershow-Party. Schade. Und was kaum jemand wusste, auch der rote Teppich, angesetzt war er für 18.15 Uhr. Für das Who's Who der deutschen Musikszene wurde wieder eingerollt. Am Wetter lag es jedenfalls nicht. Viele kamen nur für ihren Auftritt. Vorher keine Zeit, nachher keine Zeit. Es gab nur wenige Ausnahmen wie Vincent Groß, Olaf der Flipper, Lukas Cordalis und Achim Petri, die blieben, bis Florian sich dann gegen 23.30 Uhr verabschiedete, beschreibt ein Beobachter das Desaster gegenüber Freizeitwoche. Helene lud ihren Ex zwar vor laufenden Kameras noch auf einen Kaffee zu sich nach Hause ein. Irgendwann mal, ihren schnellen Abgang kann das aber nicht entschuldigen.